Skifahren ist für mich Freiheit. Ja, wenn ich am Berg umstehe, ist es einfach die pure Lust, nach unten zu wollen. Es ist einfach schön, sich in den Schwung reinzufühlen, sich gegen die Schwerkraft ein bisschen aufzulehnen und den Schwung, die Detaillierung des Skis auszunutzen und dann halt von Kante auf Kante im Optimalfall zu fahren. Mein Name ist Markus Salha, bin 30 Jahre alt, wohne in Klagenfurt am Wörthersee und mein Sportart ist Paraski-Alpin. Meine Behinderung heißt im Fachjargon Hemiparese rechts, auf Deutsch halbseitige Lähmung. Das heißt, meine rechte Seite, rechter Fuß bzw. Sprunggelenk ist komplett gelähmt und die rechte Hand ist feinmotorisch eingeschränkt. Beim Skifahren ist es so, dass nach außen hin fällt es am meisten auf, dass ich nur mit einem Stecken unterwegs bin. Also ich habe nur in der linken Hand einen Stock. Und also für mich wirkt es sich insofern aus, dass ich auf dem rechten Fuß, wenn es steil ist, nicht so viel Druck aufbringen kann, beziehungsweise ich da nicht so nach vorne hin beschleunigen kann, weil eben dadurch, dass das Sprunggelenk und Warnmuskulatur gelähmt ist, nicht nach vorne hin lösen kann. Und meine größte Stärke ist sicher die Konsequenz, dass ich hart an mir arbeite. Mir bedeutet der Abfahrtssieg 2014 in Sochi am meisten. Ein weiterer Erfolg, natürlich der Gesamtweltcup-Sieg 2016-17, ist für mich auch sehr wertvoll, weil nämlich der Gesamtweltcup bildet die konstante, gute Leistung über die ganze Saison ab. Also mich treibt im Sport an, dass ich natürlich an meine eigenen Grenzen gehen möchte, nach wie vor. Also ich probiere jeden Tag schon das Maximale rauszuholen und auch weiterhin Erfolg zu haben. Es wird immer schwieriger, die Konkurrenz wird immer stärker bei uns, die Weltspitze rückt zusammen und da nach wie vor mit den Jungen Schritt zu halten, ja, ist ein Ziel, beziehungsweise das pusht mich halt da jedes Mal.